die schönsten, tollsten, besten, beliebtesten, spannendsten, leckersten, legendärsten 30 Favoriten. Die spannendsten Berliner Kieze. Berlin. Weltstadt, Touristenhochburg, angesagte Metropole. Und doch ist Berlin ein Dorf mit vielen Kiezen. Lebendige Nachbarschaft, gute Restaurants, tolle Parks. Die Berliner lieben ihre Kieze. Der Lieblingskiez ist immer da, wo man gerade lebt, wo man dann die Gegend, die Straßen und auch viele Leute kennt, wo man die Gaststätten kennt. Berlin hat viele Gesichter. Der hippe Bergmann-Kiez in Kreuzberg, das idyllische Lübars im Norden Reinickendorfs, der malerische Hafen Kladow in Spandau oder im Osten der Stadt Altmarzahn, ein Dorf umgeben von Hochhäusern. Berlin ist, glaube ich, einmalig. Ich weiß nicht, ob New York das mit dem ganzen Umfeld überhaupt zu bieten hat. Ich bin wirklich mit Leib und Seele Berlinerin. Ich könnte mir nicht vorstellen, woanders zu leben. 10 Experten haben abgestimmt. Welcher ist der spannendste Kiez in Berlin? Hier kommt das Ergebnis. Platz 30, Altmarzahn. Dörfliche Idylle. Mit einer Bockwindmühle, die sogar noch malt. Mit Tier- und Dreiseithof. Und einer hübschen Backsteinkirche. Das ist das historische Dorf Marzahn. Altmarzahn ist etwas, was man bei Marzahn nicht glaubt. Jeder kennt ja nur die Neubauviertel und die Neubauhäuser. Und so geriet ja Marzahn, das Dorf, auch etwas in Verruch, bundesweit, sage ich mal. Was mich natürlich immer geärgert hat. Und Altmarzahn ist ein Siedlungsgebiet. Mit Einzelhäusern. Der Mensch baut sich ein Haus. Er will den rechten Ort. Hier entsteht Ende der 70er die größte Neubausiedlung der DDR. Dusche und Durchreiche für Zehntausende. Also ich habe meinen Kinofilm geschrieben, die Idee, und das sollte alles in Marzahn spielen. Da dachte ich auch, Mensch, Marzahn, das hat mir so richtig DDR vorgestellt, so schlimm, wie man sich so Platten baut. Aber Marzahn ist ja, blüht ja. Ist ja ein wahnsinnig hübsch und ganz toll. Also, wenn ich jung wäre, würde ich sogar dahin ziehen. Nein. Und Sie? Ja? Nein? Rund um die kleine Kirche verwirklicht die DDR ihre Pläne vom besseren Wohnen. Wisst ihr, was dies im Einzelnen bedeutet? Es bedeutet zum Beispiel, dass an dieser Stelle, auf diesem riesigen Bauplatz, ein Neubaugebiet entstehen wird. Das Neubaugebiet Berlin-Marzahn. In der Allee der Kosmonauten 70 war meine erste Wohnung. Und damals war das ja alles, das ist ja Sumpfland. Marzahn ist ja Sumpfland. Der Name Marzahn stammt aus dem Slawischen. Marzana heißt Siedlung bei einem Sumpfgebiet. Ihr fragt, wie das zu schaffen ist. Aus allen Teilen unseres Landes kommen Fachleute, um zu helfen. Das Neubaugebiet Berlin-Marzahn ist zur Sache der ganzen Republik geworden. Wenn man aus dem 5. Hinterhof kam und sich mit 3 Nachbarn das Außenklo teilen musste, und solche Wohnungen gab es ja sehr viele, war das, glaube ich, schon eine Verbesserung, wenn man den Wasserhahn anmachte und es kam warmes Wasser raus. Und dann gibt es hier einen der schönsten Parks der Stadt, mit Gärten verschiedener Länder und Kulturen. Ich war da vor kurzem bei den Gärten der Welt. Die sind einfach, dieser Weg von Charlottenburg nach Marzahn, der lohnt sich dann wirklich dafür. Weil alleine diese Mosaiksteine in der orientalischen Welt, oh, das ist so schön. Platz 29. Johannisthal. Johannisthal war also eher ja am Rande der Stadt. Trotzdem formulierten wir nicht, dass wir in die Stadt fahren. Wir waren schon Bestandteil der Stadt. Johannisthal kenne ich aus meiner Jugend, weil am Segelfliegerdamm war das Fernsehstudio Johannisthal. Da habe ich viel gearbeitet. Und da waren auch immer unsere Versammlungen vom Fernsehensemble. Einst werden in Johannisthal Filme gedreht.
Heute ist es eine beschauliche Wohngegend mit eindrucksvollem Rathaus. Der Politiker Gregor Gysi ist in den 50er Jahren in der Waldstraße aufgewachsen. Und zwar war die Straße, die Waldstraße, deshalb etwas Besonderes, weil auf der einen Seite zwei Familienhäuser waren und auf der anderen Seite waren Mietswohnungen, sodass alle sozialen Schichten, die es in der Bevölkerung kam, in einer Straße zusammenkamen. Und die Kinder mussten das ja miteinander ausgleichen, ausleben. Richtig spannend ist die Geschichte von Johannisthal. Der Flugplatz Johannisthal ist 1909 der erste Motorenflugplatz in Deutschland. Selbst der Kaiser ist fasziniert von den Flugschauen. Die Fliegerei ist damals ein gesellschaftliches Ereignis in Berlin. Da gab es die ersten Versuche, die natürlich auch nicht alle glücklich verliefen. Und dann baute sich das aus. Darüber wurde auch in Johannisthal noch erzählt, uns Kindern, obwohl es dann eben diesen Flugbetrieb nicht mehr gab. Und Orte sind immer stolz auf etwas, was bei ihnen begonnen hat. Und auch darauf ist Johannisthal stolz. Melli Bese macht hier als erste Frau in Deutschland ihre Flugprüfung. Eine Straße, eine Schule und eine Kita sind heute nach ihr benannt. Der Flugplatz ist seit über 20 Jahren ein Landschaftspark. I leave all the windows open, let the light come through. Und 1994 nimmt unweit von hier ein legendärer Kriminalfall sein Ende. Dagobert, den Kaufhauserpresser, hat man in der Nähe vom S-Bahnhof, den ich ja sehr gut kenne, weil von da habe ich dann immer mit der Straßenbahn zum Studio gefahren, bei Endstation und an dieser Telefonzelle, die ich auch kenne. Weil früher hatte man ja keine Handys, hat man ja immer telefoniert und diese Telefonzelle war nicht so frequentiert. Und da hat man ja wohl diesen Kaufhauserpresser gefasst. Jahrelang hat Arno Funke alias Dagobert mit seinen Kaufhauserpressungen die Stadt in Atem gehalten. Doch dann ist Schluss. Ein guter Tag für Sie. Nee, heute nicht. Ich war etwas im Stress gewesen. Dann bin ich unvorsichtig geworden. Johannisthal, ein Kiez, wo Träume begonnen haben und zu Ende gingen. Platz 28, Hafen Kladow. Fast wie an der Côte d'Azur hier. Wasser, Sonnenschein, Boote. Im Süden Spandaus gelegen, ist Kladow ein wunderbarer Ort zum Relaxen. Manchmal ist hier wirklich nichts los. Und das ist auch gut so. Rund um den Dorfplatz ein historisches Ensemble. Im Gutspark ein prächtiges Herrenhaus. Kladow, ein nobles Pflaster. Und das hat mich auch sehr an die Schweizerinnen, so sauber und geordnet und korrekt. Aber es war irgendwie auch nett, es war so ruhig und es war so, gab Riesenspielplätze und Wald angrenzend und keine hohen Häuser. Und es war irgendwie ganz beruhigend. Und ich dachte, ja, vielleicht wäre das gar nicht so schlecht, da so ein schönes Haus zu haben. Beliebt ist Kladow vor allem wegen seiner Lage. Eingebettet zwischen Havel und Großglienicker See ist Kladow ideal für einen Sonntagsausflug. Es gibt an der Havel wunderschöne Badestellen und so alte Berliner Wirtshäuser, wo man so Forelle blau essen kann mit Petersilienkartoffeln und so. Und dann kann man direkt ins Wasser gehen und ist noch ganz ursprünglich. Dann sind so richtig schöne Ausflugslokale. Das gefällt mir so ein bisschen biergartenmäßig. Was mir als Münchnerin natürlich, das ist zünftig, das ist gut, das mag ich. Von diesen Ausflugslokalen haben Besucher einen guten Blick auf die Insel Imchen. Bin ich immer rüber geschwommen zur Imcheninsel. Die kleine. Ja, ganz kleine. Heute steht die Insel unter Naturschutz und darf nicht mehr betreten werden. Am besten erreicht man Kladow mit der BVG-Fähre. Stündlich pendelt die Linie F10 zwischen Wannsee und dem Kladower Hafen. Es gibt ja auch diese Fähre, Kladow-Wannsee. Die fährt ja auch im Winter durch, wenn da. Die mache ich regelmäßig. Wenn die anderen Schiffe nicht mehr fahren, fahre ich nur hin und her. Das erholt mich. Auf die BVG ist immer Verlass.
auch bei Eis und Schnee. Die Fähre schippert seit 1944. Vor allem Pendler, die im Stadtzentrum arbeiten, sind auf sie angewiesen. 1969 berichtet die Abendschau: Normalerweise dauert die Fahrt nur etwa 20 Minuten. Doch die wenigen Fahrgäste, die hier zu dieser frühen Morgenstunde einsteigen, sind Kummer gewohnt. Um an ihren Arbeitsplatz in Wannsee, Zehlendorf oder Steglitz zu kommen, nehmen sie Verspätungen in Kauf und freuen sich, wenn das Schiff überhaupt fährt. Denn von Klado gibt es keine Schnellbusverbindung ins Stadtzentrum. So bleibt das Schiff das schnellste Verkehrsmittel zur anderen Seite der Havel. Selbst im Winter bei Eis und Schnee. Fähre Ahoi. Wo gibt es das schon? Eine Schifffahrt fürs Taschengeld. Platz 27. Tempelhofer Hafen. Noch ein Hafen. Ist ja fast wie an der Ostsee. Und so fühlt sich's auch an im Tempelhofer Hafen. Kann man auch sehr lecker essen am Wasser inzwischen. Finde ich ganz toll da. Also Binnenhafen ganz toll. Und dann natürlich einkaufen. Vor 100 Jahren ist das Lagerhaus am Teltowkanal ein Umschlagplatz für Tabak, Getreide und Öl. Heute ist die Auswahl im Shoppingcenter deutlich größer. Da kann man ja alles einkaufen, was man so für den täglichen Bedarf braucht. Und was ich ganz schön finde, ist, dass Leute, die mit dem Boot unterwegs sind, es gibt ja Leute, die haben so ein Hobby, haben so ein kleines Motorboot, die können dann dort anlegen, einkaufen, ihre Vorräte auffüllen. Am Ufer ein Tempelhofer Wahrzeichen, das an die Pressestadt Berlin erinnert. Das Ullsteinhaus. Beeindruckend, Ullsteinhaus, ein Wahnsinnsgebäude, aber wann kommt man da schon mal hin? Naja, Herr Mommsen, von der Friedrichstraße sind's doch nur ein paar U-Bahn-Stationen. Im Haus mit seinem 77 Meter hohen Turm werden in der Nachkriegszeit die BZ, die Morgenpost und auch der Tagesspiegel gedruckt. Doppelte Premiere im Ullsteinhaus. Die Morgenpost wurde im größeren Format und auf der modernsten Rotationsmaschine der Welt gedruckt. Willy Brandt und Hilde Knef sind dabei, als Rudolf Ullstein 1961 die Maschine in Gang setzt. Bis 1985 werden hier Zeitungen gedruckt. Mittlerweile sind Modefirmen und das Deutsche Pressemuseum eingezogen. Im Keller des Hauses eine Disco. Ein bisschen Ostsee-Feeling direkt vor der Haustür. Das ist der Tempelhofer Hafen. Platz 26. Der Kiez um den Zeltinger Platz. Ganz im Norden Reinickendorfs. Der Zeltinger Platz. Das Herz von Frohnau. Der Ortsteil wurde um 1900 als Gartenstadt nach englischem Vorbild geplant. Geschwungene Wohnstraßen mit mehrgeschossigen Einfamilienhäusern, die Ruhe und Gediegenheit ausstrahlen. Gesundes Wohnen im Grünen. Schnell nennen die Berliner Frohnau Garten der Hauptstadt. Schon die Straßennamen besagen, dass die Menschen, die hier leben, sich mit der Natur verbunden und unter ihrem grünen Schirm immer geborgen fühlen. Das ist bis heute so geblieben. Stattliche Villen mit großen Gärten. Auch Prominente zieht es hierher. Frohnau habe ich mir damals angeguckt, als ich eine Familie gegründet hatte und dachte, ach, so ein bisschen draußen ins Grüne, und das ist ja wirklich sehr hübsch alles, so wirklich so Villengegend und sehr so, also ländlich ist vielleicht jetzt zu viel gesagt, aber sehr gemütlich. Frohnau ist auf jeden Fall eher so ein so gediegen, und da sind ganz schöne Villen und die haben super schöne Gärten. Und dort in Frohnau steht ja auch das älteste buddhistische Haus Europas. Das ist entstanden damals 1924. Und deswegen, das passt auch so gut da rein, weil alles so, ja, eher gediegen ist und entspannt. Paul Dahlke, ein Berliner Arzt, hat das buddhistische Haus bauen lassen. Auf einer seiner Asienreisen konvertiert er zum Buddhismus und bringt ihn mit nach Frohnau. Da kann man nämlich, glaube ich, auch so wie so eine Auszeit nehmen und dann dort sozusagen in sich zur Ruhe finden. Das finde ich eigentlich schon ein interessanter Platz, so wenn man in der Großstadt lebt, dass man da so eine Oase finden kann, wo es nicht so hektisch ist. Ebenfalls auf Platz 26, der Kastelkiez in Lichtenberg. Noch immer ein Geheimtipp.
Der Kaskelkiez zwischen Ostkreuz und Nöldener Platz. Ein kleines Idyll. Ich weiß, dass das sehr grün ist, dass auch im Krieg nicht so zerstört war. Da ist viel Altbausubstanz erhalten und wie gesagt, sehr, sehr schöner alter Baumbestand. Ich glaube, das wird auch so erobert jetzt als neues Viertel von jungen Leuten. Stimmt. Der Kaskelkiez mausert sich zum Szeneviertel. Viele Künstler ziehen hierhin. Seinen Spitznamen hat der Kiez bereits weg. Klein Friedrichshain. Und ich wäre da nie hingegangen, wäre nicht eine Freundin von mir da hingezogen. Und dann war ich dort und ich dachte wirklich, ich wäre im Urlaub. Das ist ganz anders. Man ist wie raus aus Berlin. Urlaubsflair gibt es gleich um die Ecke. Einen Kilometer weiter und einmal über die Hauptstraße. Die Rummelsburger Bucht. Die Rummelsburger Bucht ist einfach wunderschön. Das ist unglaublich. Also man denkt so, Rummelsburger Bucht, da muss ich einen Ausflug hin machen und dann fahre ich mit dem Regionalexpress. Jedenfalls ist man dann plötzlich vom Ostkreuz aus direkt an der Rummelsburger Bucht und ist aber trotzdem irgendwie ganz, ganz regional weg, ganz verzaubert, ganz schön. Also ist ein super toller Ort. Und so sieht übrigens das Wahrzeichen des Kaskelkiezes aus. Der Schrotkugelturm. Was könnte ein Schrotkugelturm sein? Keine Ahnung. Ein Turm, der schrecklich von Schrotkugeln malträtiert wurde. Keine Ahnung. Nicht ganz, Herr Hain. Der Schrotkugelturm ist eine kleine Fabrik. Seit 1908 werden hier Gewehrkugeln hergestellt. Flüssiges Blei wird im obersten Geschoss des Turms in eine Fallröhre gegossen. Im freien Fall formen sich die Bleitropfen zu Kugeln, die am Ende in ein Wasserbecken fallen. Platz 24, der Strausberger Platz in Friedrichshain. Das finde ich ist so ein ikonischer Ort, irgendwie, den ich total faszinierend finde, am Strausberger Platz so entlang zu gehen und so die Straße runter zu gucken. Das ist schon so Berlin, finde ich, für mich pur. Das kenne ich nicht aus anderen Städten. Hier wächst der Sozialismus in rasantem Tempo in die Höhe. Die Gegend um den Strausberger Platz ist nach dem Zweiten Weltkrieg nahezu vollständig zerstört. Jetzt wird hier rangeklotzt. Die Partei hat eine Vision. Das waren doch die Prachtbauten der DDR, um zu zeigen, wir können sowas auch. Paläste für die Arbeiter. Mit Zentralheizung und Müllschlucker. Und da war es am Anfang tatsächlich so, als sie fertiggestellt waren, zogen die Bauarbeiter ein. Das hat Ulbricht so angewiesen. Er hat gesagt, die Straße gebaut haben, sollen noch einziehen. Also wirklich bevorzugt, nicht die hohen Funktionäre. Das hat sich dann später verschoben. In diesem Hochhaus am Strausberger Platz sind zu DDR-Zeiten nicht nur Wohnungen untergebracht, sondern auch ein Puppentheater, ein Kindergarten und ein Kinderkaufhaus. Willkommen im Haus des Kindes. Die Modelleisenbahn im Haus des Kindes zieht die Kinderherzen in ihren Bann. Wenige hundert Meter Richtung Alex, die legendärste Eisdiele in der DDR. Ich weiß nicht, wie viel Taschengeld ich in diese Mokka-Milch-Eisbar geschleppt habe, weil der billigste Eisbecher kostete 95 Pfennige. Es waren drei Kugeln, Vanille, Schoko, Erdbeer und oben prangte eine Mandarine drauf. Und irgendwie 95 Pfennig hat man immer zusammengekriegt. Und ich möchte nicht den Berg Eis sehen, den ich im Laufe meiner Schulzeit da vertilgt habe. In der Mokka-Milch-Eisbar, naja, wenn ich das höre, muss ich sofort an Thomas Danczynskis Lied denken und fange dann innerlich an zu tanzen. In der Mokka-Milch-Eisbar hat sie mich gesehen. In der Mokka-Milch-Eisbar, da ist es geschehen. Als ich bei einem Türkischen saß und irgendwie das Trinken vergaß, ich streich mir das Kinn und mein Lächeln schwebt hin. Bis heute lebt die Gegend von ihren geschichtsträchtigen Orten. Das Café Moskau,
1964 eröffnet als Restaurant mit russischen Delikatessen und Tanzbar im Keller. Jetzt eine Event-Location. Im Kosmetiksalon Babette shoppen einst Prominente wie Schauspielerin Angelika Domröse. Und da habe ich den ersten Lippenstift meines Lebens erworben. Ich glaube, da war ich 12 und wurde etwas belächelt von der Verkäuferin. Aber ich kam mir toll vor. Ja? Der Strausberger Platz und seine DDR-Prachtbauten. Ein Stück Geschichte mitten im Herzen Berlins. Platz 23. Die Rehberge im Wedding. Wer die grüne Natur in der großen Stadt vermisst, braucht nur den vielen Schildern an Wegen und Straßen zu folgen oder ein Stück mit der U-Bahn zu fahren, um auch mitten in Berlin die Ferne erleben zu können. Im Volkspark Rehberge. So schön wie eh und je. Der Volkspark Rehberge. Und das Spannendste daran ist, hier ist nur halb so viel los wie in anderen Berliner Parks. Na, Rehberge kenne ich natürlich. Die Rehberge, wenn ich das recht erinnere, das war ein sehr schöner Park, den ich ziemlich früh entdeckt habe, als ich nach Berlin gezogen bin. Denn da ist auch ein Gehege drin mit Wildtieren. Und da bin ich natürlich, als meine Kinder so ganz klein waren, sind wir da immer hin. In den 20er Jahren entsteht die erste Laubenkolonie Berlins, zur fröhlichen Rehberge. Heute schlicht Dauerkolonie Rehberge. Die Dauerkolonie Rehberge, die als Teil des Volksparks Rehberge gilt, ist eine der schönsten Kleingartensiedlungen Berlins. Über die 1,20 Meter hohen Hecken, die Vorschrift sind, können die vielen Spaziergänger in die gepflegten 250 Quadratmeter großen Parzellen hineinschauen, die schmucken Häuschen bewundern und die Besitzer beneiden um die Ruhe, Idylle oder um die Obsternte, die in diesem Jahr so reichlich ausgefallen ist, dass die Kleingärtner sie kaum bewältigen können. Ich kenne es von Nachbarn, man geht in den Garten und das ist Naherholung pur. Und das kann man auch mit einem kleinen Anspruch von Spießigkeit und sagen, ja, ich mag meinen Rasen gerne auf 3,7 haben, aber hat jeder ein Recht zu und ich finde es absolut cool. Am Rande des Parks eine Freilichtbühne. Von den Nationalsozialisten errichtet, werden hier nach dem Zweiten Weltkrieg vor allem Lustspiele und Operetten aufgeführt. Vom Vetter aus Dingsda zum Apachenhäuptling Winnetou ist es nicht weit. Winnetou! Winnetou ist getroffen! Wo bist du getroffen, Winnetou? Inzwischen ist aus der Freilichtbühne ein Open-Air-Kino geworden. Die Leinwand ist auch riesig, die wird richtig aufgepustet und dann kommt jemand mit so einer großen Maschine und dann wird die aufgepustet, ich war mal dabei. Und dann wird es auch richtig voll und ist total schön, weil dann haben die auch so, jeder nimmt so sein kleines Sitzkissen mit und dann setzen sich da hin. Also es gibt wirklich Leute, die da anscheinend regelmäßig hingehen, die sind richtig bepackt mit ihren Sachen. Also es ist ganz toll, es hat eine schöne Atmosphäre dort, finde ich. Platz 22. Das Brunnenviertel im Wedding. Wenn ich das recht erinnere, war da auch so ein Arbeiterviertel. Also das heißt, war da nicht die AEG auch? Ganz genau. Der Kiez ist jahrzehntelang ein klassischer Arbeiterkiez. Daran erinnert heute nur noch das Beamtentor in der Brunnenstraße 107a. Bis heute das Wahrzeichen dieses Kiezes. Entworfen hat es um 1896 Franz Schwechten, der Architekt der Berliner Gedächtniskirche. Jahrzehntelang eilen täglich Tausende durch dieses Tor zur Arbeit. In der AEG, der Allgemeinen Elektrizitätsgesellschaft, werden Elektromotoren und Großmaschinen hergestellt. Der Volksmund nennt den Kiez bald Elektropolis.
1964 besucht sogar der US-Justizminister Robert Kennedy das Werk. Auf seinem weiteren Weg durch das Werk musste Kennedy hunderte von Händen schütteln, die sich ihm begeistert entgegenstreckten. Die AEG-Arbeiter wohnen meist gleich in der Nachbarschaft. Nette Menschen waren da. Sehr freundlich, sehr hilfsbereit. Ich weiß, der Bäcker, der hat mir dann ab und zu mal Brötchen geschenkt, weil ich gar kein Geld hatte. Platz 21. Der Plenterwald. Die 30 spannendsten Berliner Kieze. Einer liegt hier, direkt an der Spree, kurz hinter der Insel der Jugend. Der Plenterwald. Mittendrin gab es einen Vergnügungspark. In der DDR Kulturpark, nach der Wende Spreepark. Er kam ja in einigen Filmen vor, wo ich mir überlegt habe, wo um Himmels Willen haben sie das gedreht? Und dann habe ich das recherchiert und bin auf diesen Plenterwald gekommen. Also das ist schon ein bisschen spooky. Heute ist er eine einzigartige Kulisse für Fotosafaris. Das ist wie ein Kunstwerk und wie das alles verrostet ist. Das sieht so toll aus. Man kann da eigentlich die ganze Zeit nur Fotos machen, weil es so schön ist. Und die Pflanzen, die haben sich das richtig zurückgeholt. Als er zum Republikgeburtstag 1969 eröffnet, ist er eine Riesenattraktion. Im VEB Kulturpark Plenterwald amüsieren sich jährlich über 1,5 Millionen Besucher. Schau mir ins Gesicht. Bist du's oder bist du's nicht? Also es ist wunderschön, wunderschön gelegen und der Vergnügungspark ist für viele eine ganz sentimentale Erinnerung. Ich glaube, es war der einzige dieser Art in Ostberlin und oder vielleicht sogar in der DDR. Die Leute strömten von nah und fern. Rund ums Jahr war da eben was los. Weil ich die Größte war und man durfte da bestimmte Sachen nur benutzen, wenn man schon 14 war oder 16, ich weiß nicht mehr. Und dann haben die mich immer alle vorgeschickt und gesagt, du kaufst die Tickets. Man brauchte sogar für DDR-Verhältnisse Geld, obwohl er für heutige Verhältnisse natürlich billig war. Aber wenn du da viel Karussell fahren wolltest und außerdem Eis essen, vielleicht noch eine Bockwurst oder sowas, das ging dann auch ins Geld. Aber es machte Spaß, es war eben einfach Leben. Dann gibt es da ja Zenner. Zenner ist natürlich schon eine besondere Gaststätte, weil du ja am Wasser sitzt und auch entsprechend bedient wurdest und wirst. Das war schon zu DDR-Zeiten eine besondere Gaststätte. Da gingen da auch viele hin. Bei Zenner gibt es heute noch Bockwurst und Bier. Der Vergnügungspark ist noch eine Geisterstadt. Der Senat hat viele Pläne. Mit einem Mix aus Natur, Kunst und Kultur soll es ein Ort für alle werden. Dazu gehört auch, dass das nahegelegene Eierhäuschen saniert wird. Berlin soll ein beliebtes Ausflugslokal zurückbekommen. Eierhaus, ich frag mich, warum es nicht endlich schon wieder Naherholungsziel der Berliner geworden ist. Ist ein Juwel. Platz 20. Der Mexiko-Platz. Was ist ungewöhnlich an diesem Platz? Ein blauer Briefkasten. Aber hat mit der blauen Mauritius nichts zu tun, dass sie da drin entdeckt oder abgeschickt worden ist. Nein. Dieser Briefkasten ist eine originalgetreue Nachbildung, denn die Briefkästen in Berlin sind um 1900 blau. Damals ist der Mexiko-Platz angelegt worden. Ein Schmuckstück mit gleich zwei Springbrunnen. Den großen Brunnen und dann sitzen die Leute da dran an dem Brunnen, dann spielen die Kinder da. Ich mag sowas, ich finde das total schön. Da kommt man ja auch nicht so einfach mal hin zum Mexiko-Platz.
Doch ziemlich einfach sogar. Mit der S1 Richtung Wannsee. In den 80ern sieht's hier düster aus. Da wird die Strecke für 5 Jahre stillgelegt. Der Bahnhof heißt zu der Zeit Lindenthaler Allee. Und ein Buchhändler ist der Hausherr. Seit gut einem Jahr verwaltet der Buchhändler Tannenberg dieses Gebäude, einen der architektonisch schönsten Bahnhöfe Berlins. Als die S-Bahn am 28. stillgelegt wurde, wurde ich dann von der Reichsbahn aufgefordert, zu unterschreiben, dass ich hier für die Sicherheit und für die Erhaltung dieser Halle aufkomme. 1985 rollen die Züge wieder. Und kurz darauf erhält der Bahnhof den gleichen Namen wie der Platz davor. Mexiko-Platz. Hier im Südwesten der Stadt wohnt man standesgemäß. Ich finde den Mexiko-Platz richtig schön. Wenn ich mal alt bin, würde ich da gerne wohnen. Und was macht man dann am Mexiko-Platz? Na, joggen, schwimmen oder Yoga auf dem Surfbrett zum Beispiel. Denn nur ein paar hundert Meter entfernt liegt der Schlachtensee. Schlachtensee ist für mich am Anfang der Saison der schönste Platz Berlins. Also ein See, wo du nur ins Grüne guckst. Also du musst dich mal wirklich im Schlachtensee einfach mal irgendwie reinschwimmen und drumherum gucken. Das ist pur. Das ist ganz, 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 ganz beeindruckend. Platz 19. Das Fliegerviertel. Ein schöner Kiez mit einem umstrittenen Namen. Das Fliegerviertel am Tempelhofer Damm. Ein großzügiger Bebauungsplan ließ ab 1919 die Fritz-Bräunig-Siedlung aufwachsen. Mit schmalen, fast Gartenhäuschen, bei denen man oft meinen möchte, sie seien an 100 Jahre zu spät auf die Welt gekommen. Ja, du hast so ein Haus, zu dem gesagt wurde, Schrupf! Und es hat alles, was ein Haus kann, aber es ist halt klein. Und allgemein ist ein super Viertel, wo ich gerne ein Haus oder Wohnung hätte. Wirklich so mitten in der Stadt, grüner Garten, alles kleine Häuschen. Freunde von mir haben da ein Haus gehabt. Fand ich schön, aber mir war es zu beengt. 16 Straßen im Viertel werden von den Nationalsozialisten nach Kampffliegern aus dem Ersten Weltkrieg benannt. Daher der Name Fliegerviertel. Und natürlich ist der Flughafen Tempelhof in unmittelbarer Nähe. Jahrzehntelang das Tor zur Welt für viele Berlinerinnen und Berliner. Prominent oder nicht? Und da war das ein Erlebnis, unter dem Dach da anzukommen, die Abfertigung. Also Tempelhof ist ja mein Flughafen und ich habe geheult und heule immer noch, dass man ihn geschlossen hat. 2008 schließt der Flughafen. Seitdem ist das Tempelhofer Feld eine Spielwiese für die Menschen dieser Stadt. 300 Hektar Freiheit. Es ist eine große, wunderschöne Unentschlossenheit. Also ich finde jetzt im Sommer ist es sehr, sehr trocken. Es ist nicht so schön, dort zu sein. Es ist so, wenn in den Übergangsjahreszeiten gibt es keinen tolleren Ort in Berlin. Und da ja die Zimmer, in denen man wohnen muss, in Berlin immer enger werden, ist es natürlich ein unheimlicher Luxus, dann aufs Tempelhofer Feld zu dürfen und da die Weite einfach zu erleben. Was man dort alles machen kann, mitten in der Stadt, das ist toll. Und das zeichnet Berlin auch aus. I love you. Platz 18. Der Antonplatz. Der Antonplatz in Weißensee, was man ja heute wirklich überhaupt nicht mehr denken würde, wurde ja mal Klein Hollywood genannt. Das stimmt. Weißensee ist in den 20er Jahren eine kleine Filmstadt. Marlene Dietrich und Fritz Lang drehen hier. 7 Stummfilmkinos gibt es um den Antonplatz.
An diese Zeit erinnert heute nur noch das Kino Toni. Der Antonplatz ist einfach toll. Ich bin da aufgewachsen und habe mich immer gefragt, warum. Also ich habe mich original 15 Jahre lang gefragt, warum das Kino am Antonplatz Kino Toni heißt. Ich habe es einfach nicht verstanden. Und erst als ich dann ganz woanders wohnte, fiel mir auf, dass es mit dem Platz zu tun haben könnte. Ein Spaziergang vom Antonplatz zum jüdischen Friedhof. Er ist fast 150 Jahre alt und mit rund 116.000 Grabstätten der größte erhaltene jüdische Friedhof Europas. Ein großer, verwunschener Wald in der Stadt. Ich mochte auch die hebräischen Inschriften auf den Steinen, die ich überhaupt nicht lesen konnte. Es war ja dann auch so wie so eine Auslandsreise. So habe ich das empfunden. Wir gingen irgendwie über die Straße an Konopke vorbei zum jüdischen Friedhof und plötzlich waren da alle Grabsteine sozusagen für mich nicht lesbar, denn ich kann bis heute kein Hebräisch. Das ist recht schwer. Was wäre ein spannender Kiez ohne See? Weißen See hat den Weißen See. Mit Milchhäuschen, Fontäne und Bootsverleih. Ich hatte eine Kollegin, die wohnte dort in Weißen See und mit der ich mich manchmal getroffen habe, haben wir so ein Ruderboot ausgeliehen und haben Text gelernt zusammen, haben uns gegenseitig abgefragt, immer auf dem kleinen Schiffchen sind da über diesen Weißen See geschippert. Platz 17. Der Wittenbergplatz. Dieser Platz im Westen Berlins hat schon viele kommen und gehen sehen. Manche sind willkommen, andere hingegen sind ungebetene Gäste. Die Tauben müssten verschwinden, damit endlich mal eine Luft hier in Berlin kommt. Ich wohne hier am Wittenbergplatz und da oben, da lassen sich immer Häuser nicht nieder und ich traue mich gar nicht aus dem Fenster zu sehen. Denn also wir haben immer, genug von Tauben. Denn ich habe immer einen schönen Pudding auf dem Kopf. Tja, die Tauben sind geblieben. Und auch sonst hat hier vieles eine lange Tradition. Der U-Bahnhof. Als auf der Tauentzienstraße noch die elektrische fährt, gibt es ihn schon. Er gehört ab 1902 zur ersten Stammstrecke der Berliner Hochbahn. Alfred Grenander baut den Bahnhof. Außergewöhnlich, er ist der einzige in Berlin mit 5 nebeneinander liegenden Gleisen. Dieses Gebäude an sich, also das Zentrum, diese U-Bahn-Station, die gefällt mir sehr gut. Das ist Gott sei Dank schön restauriert worden. Die U-Bahn-Station da ist ja ein altes Haus, wunderbar wieder Geld reingesteckt, schön restauriert. Und natürlich das KDW, da ja, mit seinem alten Charme, wunderbar. Das Kaufhaus hat sein Image und seinen Ruf als Deutschlands berühmteste Adresse für Kapital und Konsum immer halten können. Das ist heute so und war vor 40 Jahren auch schon so. Die größte Fressabteilung des Kontinents führt 25.000 Artikel. Es gibt 235 Brotsorten. Wurstsorten gibt es 416. Ja, das ist ein Lädchen. Als ich das erste Mal in West-Berlin war, nach dem 13. August 1961, das war im November 88, da bin ich einmal durch das KDW gegangen und die Lebensmittelabteilung hat mich umgehauen. Und noch immer ist die Feinkostabteilung das Aushängeschild des KDW. Mittlerweile werden hier über 30.000 Produkte angeboten. Und mancher Tropfen kostet so viel wie ein Kleinwagen. Das ist ein Klassiker. Also wenn man ab und zu muss man mal ins KDW gehen und gucken, was läuft. Und einen kleinen Snack oben nehmen. Du siehst das alte West-Berlin, wie es lebt. Und das ist die ganzen feinen Damen und Herren, die dann so, icke ditte Berliner, mach mal noch mal so eine Rutsche wahr und so. Und das ist zu Hause, finde ich. Ich
Klar, das KDW ist manchmal ein bisschen teuer, aber man findet eben alles auf einen Haufen. Und ist der Anfang vom Kudamm. Da geht's dann los ins Epizentrum des Konsums. Aus der Tür hinaus, die Tauentzienstraße runter, gibt's da noch viel mehr. West-Berlin. Dann ist da ja auch der Kurfürstendamm, dann ist da die Gedächtniskirche. Und da ist natürlich alles, da ist inzwischen übrigens auch meine Anwaltspraxis, hat sich auch alles geändert. Das ist schon eine schöne Gegend. Auch auf Platz 17, der Dankelmann-Kiez. Das wäre ein Kiez, wenn Kreuzberg doch kippt und doch gentrifiziert und doch irgendwie zu hip wird, zu sagen, dann gehen wir halt dahin. Keine schlechte Wahl, Herr Mommsen. Der Dankelmann-Kiez in Charlottenburg ist echt gemütlich und hat sogar ein Schloss in der Nähe. Dieser Kiez hat wirklich Tradition. Ab 1910 wird in der Engelhardt-Brauerei in der Dankelmannstraße 9 das Charlottenburger Pilsner gebraut. Und die haben 69, als wir da hingezogen sind, noch mit Pferdewagen ausgeliefert, diese Fässer. Und dann bei uns war so ein Tante-Emma-Laden und die hat immer Bier bekommen. Und da standen das erste Mal so 4 riesen Gäuler, hab ich ja noch nie gesehen, sowas. Aus der Türkei kamen wir gerade und die haben angefangen zu pinkeln. 1983 übernimmt Schultheiß die insolvente Brauerei. 5 Jahre später muss sie endgültig schließen. So gerne die Berliner Pilsner trinken, so schlecht können sie es doch brauen, würde ich dazu sagen. Das mache ich mich jetzt nicht beliebter, ich weiß es, aber Mann, oh Mann, ey. Die Brauereipferde sind verschwunden. Dafür gibt's mittlerweile Ziegen in der Dankelmannstraße. Ganz versteckt im Hinterhof der Nummer 16. Und es ist ganz süß gemacht und man glaubt es auch nicht. Also da ist eine Eisdiele in der Straße, in der Dankelmannstraße. Und dann sieht man einfach nur so einen kleinen Eingang. Und wenn man dann da reingeht, dann sieht man erst, dass da so ein Riesenplatz ist. Und es ist total schön. Platz 15. Die Schlossstraße in Steglitz. Was viele nicht wissen, die Schlossstraße in Berlin-Steglitz ist nach ihrem prunkvollsten Gebäude benannt, dem Wrangelschlösschen, erbaut 1800. Heute können Berliner hier heiraten oder Geburtstag feiern. Die berühmte Schlossstraße. Doch, ich war schon in der Schlossstraße. Ich wohne ja gar nicht so weit entfernt. Und außerdem war das oft mein Arbeitsweg, nämlich, weil am Ende dieser Straße sehr interessanten, um das jetzt mal zu sagen, das wunderbare Theater ist das Schlossparktheater, was wirklich ganz zauberhaft ist und was Herr Hallervorden ja wieder belebt hat und das ganz großartig macht. 2008 mietet der Komödiant das Schlossparktheater und rettet es vor dem Konkurs. Die Schlossstraße. Kiez, Kultur und Konsumrausch. Hier reiht sich ein Einkaufszentrum an das nächste. Mit über 200.000 Quadratmetern Verkaufsfläche ist die Straße inzwischen der größte Einzelhandelsstandort Berlins. Ja, da kann man gut einkaufen und dann vielleicht mal am Botanischen Garten vorbeifahren. Das ist ja auch wunderbar, wenn die beleuchtete Woche da ist, wenn der leuchtet, der Buddha. Das ist ja toll. Und es sind eben so, wo gibt es das in einer Stadt, wo sie alle diese unglaublich schönen Sachen haben? Vielleicht nicht schön, aber interessant. Ein Bauwerk am anderen Ende der Schlossstraße. Der legendäre Bierpinsel. 1976 wird das Turmrestaurant eröffnet. Molle und Korn über den Dächern der Stadt. 2010 bekommt der Bierpinsel einen neuen Look. Geholfen hat's nicht viel.
Die Pizza war ich sogar, als noch Restaurant drin war. Ich finde, das war eine ganz tolle Sache damals. Finde ich immer noch ein Highlight. Auffällige Architektur finde ich immer spannend anzugucken. So. Und auch erstaunlich, was alles an Häuserformen produziert wurde. Also wie das dazu kam und dass das wirklich durchgesetzt wurde. Man würde sich ja ein bisschen spannendere Architektur jetzt auch in der Jetztzeit wünschen. Die Schlossstraße in Steglitz. Alle drin. Auf 1,7 Kilometern Länge. Auch auf Platz 15, das Hansa-Viertel im Tiergarten. Ach, das schöne alte Hansa-Viertel. Also die Gebäude, es gibt ja schon ewig, solange ich denken kann. Das Hansa-Viertel ist architektonisch für viele der spannendste Kiez Berlins. Eine Mustersiedlung der klassischen Moderne. Ihre Gebäude werden nach dem Motto gestaltet, weniger ist mehr. Die Architekten legen den Fokus auf die Funktionalität. Schöne Architektur würde ich jetzt vielleicht nicht sagen, aber interessante Architektur. Wenn Sie an den neuen Häusern heute hochschauen und wenn Sie sich fragen, warum die Leute heute hochbauen, merken Sie, du liebe Güte, die bauen die Häuser heute wie die Miete. Die Stadt von morgen. Ab 1957 wird das Hansa-Viertel im Rahmen einer internationalen Bauausstellung errichtet. Von 53 Architekten aus 13 Ländern. Sogar in einem Werbespot wird die Internationalität des Viertels besungen. Jenes Ding mitten drinnen ist gebaut von einem Finnen und der Block mit dem Garten von einem Mann aus den Staaten und daneben baut ein Schweizer. Stopp! Nicht doch, sind ja noch mehr. Da ganz rechts wohnen Familien in einem Haus aus Brasilien und da drüben bei den Läden, da ist eins von einem Schweden. Das erste Bauwerk, das damals eingeweiht wird, ist aber kein modernes Hochhaus, sondern eine Seilbahn. Damit können die Besucher über das Gelände schweben und die baulichen Fortschritte mitverfolgen. Also es dürften ungefähr mit vorigen Jahr ungefähr 650.000 Personen auf unserer Seilbahn gefahren sein. Und ich glaube bestimmt, hoffen zu können, dass alle sehr zufrieden damit waren. Am Ende der Bauausstellung dürfen die Besucher einige der Wohnungen besichtigen. Bald werden sie vielleicht ja selber hier einziehen. Wir Männer vom Bau haben alles getan, damit die Mieter sich wohlfühlen. Eine Idee der Architekten ist damals, den benachbarten Tiergarten und das Hansa-Viertel elegant miteinander zu verbinden. Ist auch grün noch, also es ist so, es ist nicht, weil die auch nicht so Arsch an Arsch kleben, finde ich, die Gebäude, also Popo an Popo, sondern weil die wirklich auch so großzügig sind vom Abstand zueinander. Platz 13. Lübars im Norden Reinickendorfs. Willkommen im dörflichsten Kiez Berlins. Natur pur und das nur 30 Minuten von der Innenstadt entfernt. Lübars ist das älteste Dorf Berlins, gegründet um 1230. Und so fühlt es sich auch heute noch an. Lübars ist wirklich das älteste und schönste Dorf mitten in Berlin. Und ich kenne das deshalb, weil meine Tochter dort reiten gelernt hat. Und da war die dann jede Woche. Und das fand ich wirklich spannend. Das glaubst du nicht. Wenn du das fotografierst und schreibst jemand, das ist die Bundeshauptstadt der Bundesrepublik Deutschland, Berlin, denkt der, du verarschst ihn. Endlose Felder,
Tiere, Landwirtschaft. In den Zeiten des Kalten Krieges für die Berliner im eingemauerten Teil der Stadt ein absolutes Faszinosum. Wenn man irgendwie so, ich sag jetzt, ein bisschen das Bäuerliche wollte oder eben das Ländliche, dann hätte man ja immer sozusagen, ja, erst mal in den Westen fahren müssen, um da hinzukommen. Und da war dann Lübars das Ausflugsziel. In den Sommermonaten fallen die Berliner wie Heuschreckenschwärme in die Idylle am Rand der Stadt ein. Ich weiß, dass Schulklassen da mal hingepilgert sind, um mal ein richtiges Tier zu sehen und mal einen richtigen Kornhalm zu sehen und so. Es war so ein bisschen, ja, so ein Vorzeigedorf. Doch die Besucher aus der Stadt hinterlassen ihre Spuren, fahren kurz vor der Ernte zum Spaß mit dem Auto durch die Felder. Seit Jahren klagen die Lübarser Bauern über die zunehmende Zerstörung ihrer Wiesen und Felder. Abfälle werden heimlich abgeladen. Radfahrer halten die festen Wege nicht ein. Liebespärchen suchen lauschige Plätze. Die Leute verhalten sich sehr undiszipliniert unseren Flächen gegenüber, unseren landwirtschaftlichen Kulturen gegenüber. Sie sehen, das sind dann die Auswirkungen. Es wird keine Rücksicht genommen, es wird querfeld eingelaufen. Doch zum Glück entspannt sich nach dem Mauerfall die Situation. Die Berliner können jetzt auch ein paar Meter weiter nach Brandenburg. Lübars wird wieder das, was es vor dem Bau der Mauer war. Ein idyllisches Dörfchen. Wissen Sie, was in Lübars passiert? Man entspannt. Das liegt an der Luft, das liegt an der Atmosphäre, das liegt an der Ruhe, die dort ausgestrahlt wird. Platz 12. Der Flora-Kiez. Wenn ich durch den Flora-Kiez spaziere, dann laufe ich durch meine eigene Vergangenheit. Es erinnert sehr viel an den Prenzlauer Berg damals. Und weil es hier so ähnlich aussieht, wird das Gebiet rund um die Pankower Florastraße auch Klein-Prenzlberg genannt. Bei jungen Familien ist das momentan wohl der beliebteste Kiez Berlins. Hier sind die Mieten noch erschwinglich und trotzdem ist man nicht so weit ab vom Schuss. Damit dem Nachwuchs der Zugezogenen nicht langweilig wird, gibt es im Flora-Kiez alles, was das Kinderherz begehrt. Ein Kinderbuchladen, ein Kindercafé und sogar ein Kindertheater. Ich finde es sehr schön. In der Florastraße gibt es auch eins der witzigsten Theater, die ich kenne. Das ist Zimmer 16 in der Florastraße. Da bin ich sehr gern, finde ich auch ein tolles, einen tollen Veranstaltungsort. Ja, Flora-Kiez ist interessant. Gleich um die Ecke der Bürgerpark. Seit über 100 Jahren verbringen hier die Pankower ihre Freizeit. Der Bürgerpark ist ganz schön, der hat so einen Platz, um den man herumlaufen kann. Und dann gibt es da auch sonntags Musik und du kannst ein paar Tiere beobachten und kannst immer was zu trinken und zu essen kaufen. Und der ist akzeptiert. Also die Leute erholen sich dort, da gehen sie auch richtig gerne hin. Zum Familienkiez gehört ein Familienbad, das Sommerbad Pankow. Ende 1950 haben es die Bürger selbst gebaut. Der Flora-Kiez in Pankow, ein Kiez für Kids. Super, cool, habe ich hinter mir. Meine Kinder sind groß und wir dürfen in Kreuzberg wohnen. Platz 11, der Rüdesheimer Platz. Wo treffen sich in Berlin der Rhein und die Mosel? Mit der U3 können Sie hinfahren. Zum Rüdesheimer Platz. Hier gibt es einen schönen Brunnen. Mit den Figuren einer Weinkönigin, die für die Mosel steht. Und einem älteren Herrn, Vater Rhein. Und oben thront Siegfried aus den Nibelungen. Rüdesheimer Platz, also wer dort wohnen kann, ist, glaube ich, schon sehr sehr gut dran. Der ist ja wirklich sehr, sehr hübsch. Der Platz liegt in Wilmersdorf und ist das Zentrum des Rheingauviertels, das als Gartenterrassenstadt um 1910 entstanden ist.
Die Straßen im Viertel sind nach Städten und Orten aus dem Rheingau-Taunus-Kreis in Hessen benannt. Und mitten auf dem Rüdesheimer Platz wird seit 1967 Wein aus dieser Region ausgeschenkt. Prost! In Berlins weinseligem Viertel, wenigstens nach dem Straßennamen rund um den Rüdesheimer Platz, sprudelt seit heute Nachmittag ein Weinbrunnen vom Rheingau. Von Mai bis September verwandelt sich der Rüdesheimer Platz jeden Abend in ein Weinfest. Es ist unheimlich nett, man kann mit den Winzern plaudern, man kann da auch Weinbestellungen fürs Jahr aufgeben. Und was so schön ist, es gibt dort nichts zu essen, sondern man bringt sein Picknickkörbchen mit. Und der Wein dort ist so hervorragend und so schlecht woanders zu bekommen, dass ich sehr viele Sorten dieses Weines probierte und es fast nicht vom Rüdesheimer Platz nach Hause geschafft hätte. Die angrenzende Rüdesheimer Straße gilt laut New York Times als eine der schönsten in Europa. Seien wir mal ehrlich, das liegt wohl vor allem an der Strahlkraft des Platzes. Für den Liedermacher Manfred Maurenbrecher der schönste Ort in der ganzen Stadt. Mit den Rosen, mit den Lilien, Singles, Paaren und Familien. Mit den Bürgern an den Tischen, die ihre Krümel selbst abwischen, bleibt der Platz ganz im Südwesten bisher noch offen und gehört zum Besten, was die Stadt zu bieten hat. Also nutzt die Stunde und genießt. Ebenfalls auf Platz 11. Die Böllsche Straße. Vom S-Bahnhof Friedrichshagen führt sie schnurgerade hinunter bis zum Müggelsee. Die Böllsche Straße. Wie heißt die? Böllsche Straße, Frau Kracht. Die Straße ist benannt nach dem Schriftsteller und Dichter Wilhelm Böllsche, der hier Ende des 19. Jahrhunderts den Friedrichshagener Dichterkreis gegründet hat. Die Böllsche Straße, das ist schon sehr schön. Man riecht eigentlich förmlich schon das Wasser, wo man da in der Nähe ist. Vorne ist das wunderschöne große Union-Kino mit unfassbar tollen Veranstaltungen, die dort immer wieder stattfinden. Die Böllsche Straße ist auch wirklich schön. Also so eine Straße, wirklich Laden, Restaurant, Laden, Kino, alles gibt es dort. Dann ist die Straße ungeheuer breit. Das ist auch wieder ein Zufall. Das lag daran, dass dort mal Bäume gepflanzt worden sind, die so viel Platz brauchten, und die waren gleich vierreihig gepflanzt. Friedrich II. Hat den Ortsteil Friedrichshagen gegründet und lässt hier Maulbeerbäume anpflanzen. Gibt's da Maulbeeren? Quatsch. Doch, in ihren Blättern fühlen sich die Seidenspinnerraupen besonders wohl. Und Seide ist damals wichtig für Preußen. Einer der alten Bäume steht heute noch. Auf die Böllsche sind sie hier stolz. Viele halten sie für eine der schönsten Einkaufsstraßen der Stadt. Das fällt 1987 sogar dem Westfernsehen auf. Die Böllsche Straße im Spätsommer. Ein Pflaster zum Bummeln und Einkaufen mit altvertrauten Fassaden und mit kleinen Geschäften, wie sie so vielfältig in deutschen Städten Ost oder West kaum noch anzutreffen sind. Lebensqualität hat die Böllsche Straße. Heute geht das Leben hier gemächlicher zu. Doch früher ist in der Böllsche Straße mächtig was los. Auf der Böllsche Straße dient Friedrich der Große als Werbeträger für den Friedrichshof. In dieser Sonntagnacht im Herbst herrscht Andrang zu einer Gala besonderer Art. Es findet die Wahl der Miss Friedrichshof statt. Everybody sing, everybody dance. Und am Ende der Straße? Da lockt das Wasser. Die Müggelspree fließt in den Müggelsee. Der Müggelsee, das ist der größte See Berlins.
Die anderen Seen sind auch alle schön, das ist gar nicht die Frage, aber das ist schon auch ein besonders schöner See. Mit einem schönen Wahrzeichen. Die ehemalige Berliner Bürgerbräu produziert zwar nicht mehr, aber Bier trinken kann man noch immer. Direkt am Wasser. Platz 9. Die Markthalle Moabit. Moabit, ehemaliges Arbeiterviertel. Hinter der quirligen Turmstraße wird es ruhiger. Hier liegt sie, die Markthalle. Markthalle Moabit auf jeden Fall. Welchen Namen hat die? Hat die einen Spezialnamen? Dieses architektonische Juwel aus Backstein heißt Arminius-Markthalle. Ah, ist schon herrlich. Es erinnert mich so ein bisschen an Frankreich oder an Budapest, diese ganzen Glasfassaden mit dem Stahlkonstruktion. Sehr erhaben, finde ich toll. In nur einem Jahr wird die Halle 1891 gebaut. Mit Hilfe einer modernen Stahlkonstruktion. Damals gibt es 14 Markthallen in Berlin. Heute gibt es nur noch 2 in Kreuzberg und eben die Arminius-Markthalle in Moabit. Das, was ich an Kreuzberg manchmal nicht mag, ist dieses übertriebene Hipster-Sein und dieses, das ist so fancy und cool. Und in Moabit ist man so geerdet, finde ich irgendwie. Frühstück für 2,20. Das Brutzeleck ist eine Institution. Ich habe zu tun, dass den 6,5 weg. 6,5 schrubben ihn weg. Bloß kein Stress. War. Stress wollen wir alle nicht. Wir ja noch eine Weile leben. Neben dem Brutzeleck wird Fernsehgeschichte geschrieben. Als die drei Damen vom Grill in die Halle einziehen. Da wurden die drei Damen vom Grill gedreht? Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, man sagt immer nur, wie die Hühner auf der Stange, die drei Damen vom Grill. Ist das nicht einfach so eine Redewendung? Nee. Wer sind denn die drei Damen vom Grill? Na, Oma, Mutter, Tochter, gemeinsam hinter der Wursttheke. Das ist West-Berlin. Margarete Färber, freut mich. Ich muss sagen, eure Buletten sind eine Wucht. Kann ich mich glatt dran gewöhnen. Das ist ja auch der Sinn der Sache. Geben Sie mir die leere Flasche ruhig, bitte. Danke schön. Vielen Dank. Hier ist gleich alle. Wo habt ihr vorher gestanden? Am Stäubenplatz. Ja, und was war? Ein bisschen kalt und langsam werde ich empfindlich. Weißt du, was ich immer mache, wenn mir die elende Steherei auf den Senkel geht? Was denn? Ich setz mal hin. Oh. Keine Panik, der Nachschub rollt! Fand ja auch Harald Junke, sowas gibt's ja alles gar nicht mehr. Es waren ja wirklich Größen. Auch wenn der Geist dieser Jahre noch zu spüren ist, es weht auch ein frischer Wind in der Halle. Neben Bratwurst und Buletten gibt's jetzt Burger, Ceviche und andere hippe Spezialitäten. Das ist natürlich eine super Gelegenheit, sich mal durch die verschiedenen Küchen in der ganzen Welt zu probieren. Da kann man einen Wein trinken, da kann man was Gescheites essen, da kann man ganz lange abhängen und so. Und dann geht man eben abends noch nach Hause. Das ist also eines der größten Wochentagsvergnügen, die man haben kann. Platz 8. Der Boxhagener Kiez. Hier schläft Berlin nie. Der Boxhagener Kiez ist die Partymeile Berlins. Zu Tausenden strömen Touris, Schulklassen und Studenten über die Warschauer Brücke in den Kiez ein. Ihr Ziel? Die Simon-Dach-Straße, wo eine Bar an die nächste grenzt. Und der Boxhagener Platz, wo sie den Anwohnern manchmal den Schlaf und meistens den letzten Nerv rauben. Ich würde dort auch nicht wohnen wollen, zumal das ja sehr lax gesehen wird, wie viel Lärm man machen soll. Also im Prenzlauer Berg darf man nach 22 Uhr die Zigaretten nicht mehr laut ausdrücken. Und in der Simon-Dach-Straße braucht man einfach Ohrenschützer, um unbeschadet an Leib und Ohren sozusagen die gesamte Simon-Dach-Straße entlang gehen zu können. Und deshalb haben die Berliner der Simon-Dach-Straße den Spitznamen der Ballermann Berlins gegeben. Soll heißen, hier feiert man genauso exzessiv wie auf Mallorca. Aber ich finde es toll, wenn ich da fahre. Dieses Leben, da steppt der Bär. Da ist wirklich was los, da sind die jungen Leute. Und ich kann verstehen, warum die alle dahin wollen. Doch es geht auch anders.
Chillen auf dem Boxi, wie viele Berliner liebevoll den Boxhagener Platz nennen. Im Sommer ist er der Treffpunkt für die Bewohner des Friedrichshains. Ob Sonnenanbeter oder Familien mit kleinen Kindern, hier trifft sich eine bunte Mischung an Großstädtern. Zu gucken gibt's auf dem Boxi immer was. Besonders sonntags. Dann ist hier Trödelmarkt. Es ist auch sehr angenehm, auf dem Boxi eben rumzusitzen und einfach so das Leben an sich vorbeiziehen zu lassen. Der Flohmarkt ist eigentlich auch sehr interessant. Also macht mir einen sehr gemütlichen Eindruck, der Boxhagener Kiez. Boxhagener Platz finde ich toll, den Markt da. Da kann man so tolle Lakritze kaufen. Ich finde es auch so schön, da lang zu schlendern. Dann ist der Spielplatz ja direkt in der Mitte. Und ich mag dieses Kindergeräusch, wenn so Kinder spielen. Lange Nase. Platz 7. Alt-Rixdorf. Hier sieht's noch genauso aus wie vor Hunderten von Jahren. Alt-Rixdorf ist der historische Kern vom heutigen Bezirk Neukölln. Vor 2 Jahren denke ich, was ist denn da? Bieg ab und mich haut's mal ganz kurz vom Hocker. Denn der Trubel der Karl-Marx-Straße liegt keine 5 Minuten entfernt vom Richardplatz, im Herzen von Alt-Rixdorf. Ich liebe den Richardplatz, also da prallen die Welten aufeinander oder man hat so eine kleine Oase zwischen den beiden großen Straßen, Sonderallee und Karl-Marx-Straße, die ja absolut hektisch und laut und lärmend und auch unterhaltsam und international sind. Und dann hat man den beschaulichen Richardplatz dazwischen, wo es wirklich aussieht, ja, weiß ich nicht, wie vor langer Zeit, als wenn man in einem kleinen Dorf. Die Kirche am Richardplatz ist mehr als 600 Jahre alt. Und in der historischen Schmiede von 1624 wird noch immer geschmiedet. Kunst und Messer. Nur ein paar Schritte weiter trifft man auf alte slawische Namen. Die Kirchgasse hieß früher Mala Ulička, enge Gasse. Ist gegründet worden von protestantischen Flüchtlingen aus Böhmen. Und ich bin dort mal gewesen und habe diesen böhmischen Friedhof da entdeckt und wusste gar nicht, lauter Gräber, 1800, lauter slawische Namen. Ich konnte das gar nicht zuordnen, bis ich das dann mal gelesen habe. Preußenkönig Friedrich Wilhelm I. holt die böhmischen Glaubensflüchtlinge nach Berlin und sichert ihnen Religionsfreiheit zu. Ein Heimatmuseum erinnert an ihre Geschichte. Schräg gegenüber an der Richardstraße der Comeniusgarten, einmalig in Berlin. Auf 7000 Quadratmetern können Kinder forschen und auf ihre ganz eigene Weise lernen und die Welt entdecken. Die Anlage ist nach Johann Amos Comenius gestaltet, einem böhmischen Philosophen. Eine grüne Oase für alle in dieser Nachbarschaft. Platz 6. Der Kollwitzplatz. Die Bildhauerin und Malerin Käthe Kollwitz ist die Namensgeberin unseres nächsten Kiezes. Das Gebiet rund um den Kollwitzplatz im Prenzlauer Berg. Ihr zu Ehren steht auf dem Platz eine Bronzestatue, die bei Kindern seit Jahrzehnten sehr beliebt ist. Ist doch schön, Kinder spielen gern hier. Auf das Denkmal finde ich nicht schön. Wenn sie da runterrutschen, können sie sich die Beine brechen. Die haben so einen schönen Platz hier zum Spielen. Die können sich ja austoben, aber niemals bis oben auf den Kopf von der Käthe Kollwitz. Eine heile Welt? Von wegen. Vor der Wende ist der Kiez rund um den Kollwitzplatz alles, nur kein Paradies für Kinder. Der Prenzlauer Berg, eine riesige Brachlandschaft. Mit verfallenen Häusern und Hinterhöfen. Nur ganz Hartgesottene halten es hier aus. Meist junge Menschen, oft Künstler, die einfach in die leerstehenden Wohnungen einbrechen und ohne jeglichen Komfort hier leben. Der Kollwitzplatz war schon zu DDR-Zeiten insofern hervorragend, weil der ja doch im Prenzlauer Berg liegt und da wohnten natürlich alternative Jugendliche. Das war nicht DDR-typisch.
A, wer da wohnte und B, wie man dort wohnte. Eine Straße am Kollwitzplatz wird 1987 zur Vorzeigestraße, die Husemannstraße. Zur 750-Jahr-Feier Ostberlins wird sie komplett saniert. Feierliche Übergabe durch Günter Schabowski, Mitglied des Politbüros und Sekretär des ZKDSED, erster Sekretär der Bezirksleitung, der bei einem Bummel durch die Straße Bauarbeiterfleiß und handwerkliches Können würdigte. Vielleicht waren die DDR-Genossen einfach ihrer Zeit voraus? Denn heute sehen alle Straßen im Kollwitz-Kiez wie geleckt aus. Die Mieten sind hoch, der Lärmpegel bitte möglichst niedrig. Es war ein wildes Leben, der Kollwitzplatz pulsierte. Und heute sollte man nach 21.59 Uhr nicht mehr allzu laut miteinander reden, weil dann wird es schnell ungemütlich. Ja, es ist ein bisschen auf der Suche nach der verlorenen Zeit, ist der Gang über den Kollwitzplatz. Partys werden heute nicht mehr auf dem Platz, sondern in der benachbarten Kulturbrauerei gefeiert. Auf dem Kollwitzplatz gibt es dafür Oliven und Hirschsalami. Donnerstags und samstags. Schöne Wochenmärkte. Platz 5. Das Scheunenviertel. Scheunenviertel ist einer der verrücktesten, interessantesten, auch eigentlich sagenumwobensten Orte Berlins. Mitten in der Stadt zwischen Rosa-Luxemburg-Platz und Oranienburger Straße. Das Scheunenviertel. Ein Kiez, in dem sich die Geschichte Berlins widerspiegelt. Ich glaube, da haben die Scheunen gestanden. Deswegen heißt es so, weil der Alexanderplatz vor dem Schloss war ja früher Viehmarkt. Und da musste natürlich Heu und Stroh gelagert werden. Und das hat man da im Scheunenviertel gemacht. Genau. Im 17. Jahrhundert gibt es hier 27 riesige Scheunen. Später prägen jüdische Bewohner das Viertel. Die Synagoge in der Oranienburger Straße erinnert daran. Heute ist der Kiez ein Touristen-Hotspot. Diese etwas merkwürdige Oranienburger Straße, wo auf der einen Seite die ganzen Touristen langlaufen, tolle Restaurants und Cafés sind, Bars und dann andererseits die Nutten auf der Straße stehen. Gerade Leute, sage ich, wie man so schön sagt, aus Westdeutschland, die finden das dann schon eher etwas ungewöhnlich, dort so rumzulaufen. Auch an der Oranienburger Straße gelegen, das Tacheles. Ein Künstlerhaus, das zum Bedauern vieler Berliner 2012 schließen musste. Leider gibt es das Tacheles nicht mehr. Das fand ich ganz außergewöhnlich. Das habe ich natürlich auch allen Berliner Touristen, die mich besuchen kamen, also Freunde, immer gezeigt, weil das war etwas, was es nirgendwo anders gab. Ich finde es sehr schade, dass das nicht mehr existiert. Auch die einzelnen Räumlichkeiten da drin, die Leute, die dort ausgestellt haben, die Cafés, das fand ich schon außergewöhnlich. Wer den wahren Charme des Scheunenviertels entdecken will, der sollte mal abbiegen von der Oranienburger Straße. Rein in die kleinen Gassen des Kiezes. In die Sophien oder etwas weiter entfernt, die Mulakstraße. Aber es ist immer, sobald man eine kleine Straße reingeht, wird es plötzlich ganz ruhig. Weil da gefühlt die Touristen nicht reinlaufen. Also es hat so ein bisschen einen schlechten Ruf, so wie Oranienburger Straße und Hackischer Höfe, wo so sehr touristisch ist. Aber es gibt auch ganz viele kleine Orte, wo es dann super ruhig ist. Hier lässt sich prima shoppen. Die Seitenstraßen des Scheunenviertels. Berlins heimlicher Laufsteg. Wenn ich wissen will, was gerade modisch angesagt ist, gehe ich da einmal lang. Dann weiß ich Bescheid, was Mann, Frau so trägt. Modemekka, Touri-Hotspot und Orte der Erinnerung. Das Berliner Scheunenviertel. Platz 4. Der Mariannenplatz. Hier ist Rio Reisers legendärer Berliner Hausbesetzer-Song entstanden. Der Mariannenplatz war blau, so viel Bullen waren da. Und Mensch, Meier musste heulen, das war wohl das Tränengas. Und er fragte irgendeinen, sag mal, ist hier heute ein Fest? Sowas ähnliches, sagte einer,
das Bethanien wird besetzt. Ja, der Marianenplatz, von dem hatte ich schon tausendmal gehört, bevor ich das erste Mal da war. Das war natürlich ein ganz wichtiges Lied, der Rauchhaus-Song. Doch der Einsatzleiter brüllte, räumt den Marianenplatz. Jugendliche besetzen 1971 ein leerstehendes Wohnheim des Bethanien-Krankenhauses am Marianenplatz und nennen es Georg Rauchhaus. Es ist eine der ersten Hausbesetzungen in Berlin. Kreuzberg, ein Bezirk auf der Kippe. Das ist unser Haus. Schmeißt doch endlich mit und fest und musch aus Kreuzberg raus. Da sollte alles platt gemacht werden. Und da haben Menschen dafür gesorgt, dass es nicht heißt, alles was neu ist, ist gut, sondern wir bleiben hier, wir besetzen das, wir schützen das, wir sorgen dafür, dass das erhalten bleibt. Der ehemalige Postbezirk SO 36, mittlerweile in jedem Reiseführer. Punk ist schick, die Mieten steigen rasant. Ganz anders zu Mauerzeiten. Ein Kiez, wo jeder jeden leben lässt, die Häuser ziemlich runterkommen. Mitte der 60er plant der Berliner Senat, SO 36 großflächig abzureißen, um Platz für eine neue Autobahntrasse zu schaffen. Straßenzüge werden entmietet. Der Leerstand lockt andere, Studenten, Künstler. Türkische Gastarbeiter. Von den rund 240.000 Ausländern, die hier gemeldet sind, stammt jeder Zweite aus der Türkei. 120.000. Sie haben keinem Schaden zugefügt, im Gegenteil. Die meisten sind fleißig und friedlich. Durch sie wurde das Bild Berlins lebhafter und bunter. Und einige werden eines Tages vielleicht sogar Berliner sein. Was mit der Bethanienbesetzung beginnt, setzt sich bis in die 80er fort. Die Kreuzberger wehren sich gegen Entmietung und Verdrängung. Polizei und Linke liefern sich immer wieder Straßenschlachten. Die berühmteste am 1. Mai 1987. Am 1. Mai wird auch heute noch demonstriert, allerdings meist friedlich. Rund um Marianenplatz und Oranienstraße feiern die Menschen beim Maifest ihren Kiez. Als ich nach Kreuzberg gezogen bin, war ich wahnsinnig stolz, bis mir jemand sagte, ja, Digga, das ist ja Popper-Kreuzberg. Mehringdamm, Yorkstraße, Bergmannstraße, aber Marianenplatz ist, das ist das richtige Kreuzberg, das Ehrliche, das Echte, da wird Politik und Geschichte gemacht. Und noch immer ist die Gegend von türkischen Cafés, Läden und Restaurants geprägt. Man hat so das Gefühl, man ist kurz in der kleinen Türkei. Und dann sagen sie auch immer zu mir irgendwas auf Türkisch, aber dann merken sie schon, nee, ach okay, nee, ihre Nase ist zu groß, das ist bestimmt Araber. Platz 3, der Savini-Platz. Der Savignyplatz ist für mich so das Zentrum des alten Westberlins. Das ist so für mich Westberlin, so wie es lebt und lebt. Der Savignyplatz ist großbürgerlich und hat doch Kiez-Charme. Legendäre alteingesessene Kneipen. Sie heißen Diener oder Dicke Wirtin. Wer hier wohnt, will nicht mehr weg. Ich liebe es, aus dem Haus zu kommen, eine Minute zu laufen, den ersten Espresso zu trinken, den ersten Cortado zu grüßen, hallo Aykut, wie im Dorf. Das Dorfleben gefällt mir am Savignyplatz, ist ja im Endeffekt auch nichts anderes. Ja, ich bin da zu Hause, fühle ich mich wohl, ist zu Hause. Ich wohne am Savignyplatz und das Schöne ist, immer wenn ich Besuch habe, dann gehen wir einfach nur die Kantstraße lang und da sind ja so viele asiatische Läden und da macht ein Laden nach dem anderen auf und deswegen immer, wenn Leute irgendwie aus Amerika kommen oder sowas, dann sagen die auch direkt, oh yes, we want to go to the Kant Street. Die Kantstraße teilt den Savignyplatz in der Mitte. In kaum einer anderen Straße der Stadt leben so viele Menschen aus verschiedenen Nationen, Religionen und Einkommensschichten. Und auch Künstler hat es immer in diese Gegend gezogen. Da muss ich immer denken an George Gross. Wissen Sie, wer das ist? Ja, der Maler. George Gross, der Zeichner mit dem unverwechselbaren Strich. 1932 ist er nach Amerika gegangen und jetzt wieder zurückgekehrt nach Berlin. Kann man sagen, Ihre zweite Heimatstadt? Ja, das könnte man fast sagen.
Ich habe also sozusagen zwei Heimatstädte, weil ich das, was ich gezeichnet hatte damals, wissen Sie, das war ja doch irgendwie etwas Abstoßendes. Ich zeichnete doch die abstoßenden Seiten von Deutschland und es hatte auch abstoßende Seiten, aber auf der anderen Seite hat es auch schöne Seiten. Nach dem Krieg ist George Gross wieder nach Berlin gekommen und ist dann dort in einem Haus die Treppe runtergefallen und da gestorben. Das war ja sehr, hatte wohl ein bisschen was getrunken. Ein paar Häuser weiter, der Zwiebelfisch. Eine dieser legendären Kneipen am Platz. Der Zwiebelfisch ist die Berliner Kneipe. Die, die man in Westdeutschland kennt, wenn man etwas auf sich hält. Und die, die man in Berlin besucht, wenn man in ist. Und warum geht man in den Zwiebelfisch? Ja, weil die Luft hier so schön ist und die Temperatur so angenehm und weil es so gemütlich ist und weil ich hier Kredit habe. Und, ja. Da sitzt Geschichte drin. Ich meine, immerhin, da hat sich die RAF mal da getroffen und haben da die ersten Sitzungen gehabt, die ersten Besprechungen gehabt und ganz viele Künstler und die treffen, man wird gemeinsam alt. Alle sagen ja immer, es leben dort nur Senioren. Ich sehe das nicht so. Also ich finde, da leben sehr viele coole Leute. Ich glaube, im Savini-Platz findet man bestimmt relativ rasch 10 Leute, die stolz von sich sagen, dass sie noch nie in Ost-Berlin waren. Und ich mag eher den Westen und bin nicht so ein Ostkind. Und dann gibt's noch Eisenwaren Adolf. Schrauben in jeder Form und Größe. Und ich war gerade da und brauchte einen Edelstahl, weil es kommt mit Essen in Kontakt und brauchte eine gewisse Länge und so. Und dann sagte ich, ach, heute ist ein guter Tag, ich nehme auch noch eine Mutter dazu. Und wissen Sie was? Unterlegscheibe auch. Hieß es, heute ist aber auch richtig wild, oder? 75 Cent. Dankeschön, auf Wiedersehen. Na dann, bis bald am Savini-Platz. Platz 2, der Viktoria-Luise-Platz. Das ist so mitten in der Stadt so eine kleine Oase. Da kann man schön so sitzen und einfach entspannen, gar nichts machen. Was für ein Platz. 6 Straßen laufen strahlenförmig auf ihn zu. Und in der Mitte thront der Brunnen mit dieser imposanten Fontäne. Benannt ist der Platz nach Viktoria Luise von Preußen, der einzigen Tochter von Kaiser Wilhelm II., die hier mit ihren Zofen gelebt hat. Und das war so ein bisschen Sehen und Gesehenwerden in der Kaiserzeit. Also schöne Häuser, schöne große Wohnungen und man zeigte sich und man ging da. Es gibt ja heute noch ganz viele Restaurants, Cafés und Parkbänke da um den Springbrunnen. Sehr hübsche, ganz hübsche Ecke, ja. Ja, mag ich auch. Da bin ich öfter auch. Weil da Fotomeier ist, heißt Fotomeier, ne? Genau, da. Und da ist ja auch Letteverein. Der Laden ist stadtbekannt in Sachen Fotografie. Gleich nebenan im Letteverein werden Fotografen, Designer und Modemacher ausgebildet. Das bayerische Viertel, das von hier bis zum Bayerischen Platz reicht, ist schon in den 1920er Jahren ein Treffpunkt für Intellektuelle und Künstler. Der Bayerische Platz, auch diese wunderbare U-Bahn-Station, die neu gemacht worden ist, einfach toll, weil man dort sehen kann, wer hat dort gelebt, wie sah das dort mal aus. Und das haben die ganz toll gemacht. Das ist wie eine Ausstellung, ganz großartig. Die Chansonnière Claire Waldorf lebt in der Regensburger Straße Nummer 33. Warum soll er nicht mit ihr vor der Tür stehen? Warum soll er nicht mit ihr mal Konditern gehen? Warum soll er nicht mit ihr, wen die Frühlingslüfte zart? Mach mal auf die Spree in der Mondscheinfahrt. In den 20er Jahren wohnt auch Regisseur Billy Wilder am Viktoria-Luise-Platz. 1961 dreht er die Berlin-Satire 1, 2, 3. So mutig wie in diesem Film hat noch keiner über den Kalten Krieg gescherzt. Deutsche, Russen und Amerikaner kriegen ihr Fett weg. Er lässt Horst Buchholz als rotzigen Kommunisten auftreten, frisch verheiratet mit der Tochter eines Coca-Cola-Bosses. Und das ist mein Gatte, Otto Ludwig Piffel. Piffel? Auch das noch? Wo hast du nur den aufgegabelt? Er trägt ja nicht mal Socken. Er trägt doch keine Unterhosen. Ist das nicht aufregend?
Runter mit der Mütze! Warum? Weil ich es wünsche! An Lenins Grab nehme ich meine Mütze ab. Wenn von Kleibern Tschaikowski spielt, nehme ich meine Mütze ab. Aber in so einem Coca-Cola-Laden... Pfui! Tu es für mich, Otto Darling. Für dich tue ich. Während der Nazi-Zeit emigriert Billy Wilder in die USA. An die Verfolgung der Juden wird heute im Viertel erinnert. Im bayerischen Viertel finde ich es ganz großartig, weil überall so Schilder stehen. Und oft sind dann auch vor allen Dingen Gruppen aus Israel, die sich das angucken, weil dort eben auch sehr viele Juden gelebt haben. Und auf diesen Schildern dann Dinge stehen, was die plötzlich in der Nazizeit nicht mehr durften. Die U4 ist sowas wie eine Kiez-U-Bahn. Innsbrucker Platz, Viktoria-Luise-Platz, Nollendorfplatz. Hier beginnt die Motzstraße. Und hier ist Berlin bunt und queer. Jedes Jahr feiern Schwule und Lesben auf dieser Straße ihr Stadtfest. Am anderen Ende der Motzstraße, hinter dem Viktoria-Luise-Platz, wird es deutlich ruhiger. Platz 1. Der Bergmann-Kiez. Das Schöne finde ich am Bergmann-Kiez, dass es so bunt ist. Das ist in Charlottenburg zum Beispiel nicht so. Ich finde, in Charlottenburg ist es schon eher ein bisschen deutscher, finde ich. Und im Bergmann-Kiez ist es so, ach, Tschüschlan. Und dann hörst du da noch was. Yalla, Habibi. Dieser Kiez ist von unseren Experten auf Platz 1 gewählt worden. Denn die Bergmannstraße hat auf 1,3 Kilometer Länge alles zu bieten, was einen Kiez lebenswert macht. Kleine Geschäfte, Raum für Kultur, Cafés und Restaurants von italienisch bis thailändisch. Und eine lebendige Nachbarschaft. Wir sind jetzt seit 21 Jahren im Bergmann-Kiez. Und wenn ich es drauf anlege, kann ich überall eine halbe Stunde Pläuschen halten, bei der Reinigung, in der Markthalle, in der Pagode, beim Kaffee trinken. Den Charakter des Kiezes machen vor allem die gut erhaltenen Altbauten aus. Im Krieg ist hier so gut wie nichts zerstört worden. Ein Stück Gründerzeit Berlin. Ja, auch so Chamisso-Platz, das ist ja alles eine Ecke, da wird ja auch ganz viel gedreht. So alte, also wenn sie so alte Motive haben wollen, dann drehen sie ja da, weil es so original ist. Mit dem ganzen Kopfsteinpflaster, die Häuser. Und richtig gut schlemmen lässt es sich im Bergmann-Kiez. Auch in der Marheinige-Markthalle, mehrfach umgebaut und saniert. Seit 1892 kurven die Berliner hier. Obst, Gemüse und andere Spezialitäten. Mit oder ohne Darm, wer den Kiez besucht, stoppt hier fast automatisch. Die Currywurst gehört zum Lebensgefühl dazu. Der Bergmann-Kiez ist unsere Nummer 1. Und typisch Berlin. Man wird dort nicht erwachsen, man kann Kinder haben und trotzdem noch Spaß haben. Man lässt sich in Ruhe, es ist wahnsinnig bunt. Du hast durch alle Farben, durch alle Schichten, durch alle Neigungen, hast du einmal alles vertreten. Die spannendsten Berliner Kieze. Ein Stadtspaziergang zum Staunen und Entdecken. Ja, sehe die ganze schöne Stadt vor mir und bin im Moment richtig aufgewühlt und begeistert, was ich ja noch alles wieder mal angucken muss, was in Vergessenheit geraten ist.